Ja, unser neuer Kompressor ist da. Schön, ne? Bisschen auseinandergenommen, weil wir haben den auch schon versiegelt, wie sich das gehört. Aber um den geht es jetzt nicht. Es geht hier darum. E91. BMW. Oh ja, 2006, ein 320i. So sieht er ganz gut aus. Schon mal so grob drunter geguckt. Ja, mal schauen, was da genau ist. Ein bisschen was haben wir gefunden. Er hat eine Kilometerleistung von. Na, mehr. Zeigt dann die. Ja, eine Kilometerlaufleistung hat er von 134.905, also knapp 135.000 Kilometer. Ja, dann gucken wir mal, wie er nach der Zeit entsprechend aussieht. Der BMW. So, dann habe ich schon mal ein bisschen was abgebaut, dass man ein bisschen was sieht, ne? Also verschmutzt ist das, klar, hier an den Stoßdämpfern wird ein bisschen was sein. Hinten an der Hinterachse auch, ne? Klar. Die ist sowieso auch klar. Jo. Ansonsten hier unten drunter, da kann nicht viel sein oder da ist nichts. Hier müssen wir dann mal gucken. Aber das denke ich mal sieht auch ganz gut aus. Und ja, hinten das, diese Versteifung, die habe ich schon abgebaut, die sieht eigentlich ganz gut aus. Die werde ich auch noch runternehmen, damit ich hier an den Kunststoff richtig rankomme. Hier ist ein bisschen Rost dran. Ne? Ansonsten hier vorne, die Achsteile sind aus Aluminium, auch die Vorderachse aus Aluminium, das ist gut. Hier der Stoßdämpfer ein bisschen, aber da ist auch nicht viel. Das ist alles okay. Ja, wenn wir den mit Eis gestrahlt haben, dann ist das auf jeden Fall noch ersichtlicher. Es ist halt hier wahnsinnig viel Verkleidung dran. Ne? Hier jedes einzelne, hier ein kleines Teil, da war ein kleines Teil dran. Ne, warte mal, irgendwie hier, na, weiß ich jetzt nicht, ich glaube hier drüber ist noch ein kleines Teil. Ja, genau, hier so drüber. Hier so drüber ist so ein kleines Teil. Ja, das hält halt auf, diese Arbeiten. Aber gut, das gehört halt alles irgendwo dazu, ne? Ja, also sieht ganz gut aus. Morgen kommt das Eis, heute wird ein bisschen genadelt und halt auseinandergebaut. Das Auseinandernehmen und Zusammenbauen, das ist halt das, was halt am längsten auffällt. Ne? Naja, gut, Auspuff kommt auf jeden Fall auch runter. So, dann machen wir jetzt noch mal einen kurzen Schwenk. Das haben wir praktisch genadelt. Ja, die Stellen. Das Eisstrahlgerät ist vorbereitet. Mit unserem neuen Trockner und unserem neuen Kompressor. Der ist jetzt endlich gekommen. Das ist auch so eine Sache hier mit dem Kompressor. Wir wollten den zulassen auf grüne Nummer, weil das ist ja im Prinzip für nichts anderes zu gebrauchen als Zugfahrzeug oder sonst was, wie es auch bei Pferdeanhängern ist.
die kriegen auch ein grünes Kennzeichen, ohne irgendwie ein Problem. Und bei uns haben sie Probleme gemacht, weil die wollen die technischen Daten vom Kompressor wissen. Und das müsste ein Gutachten sein und das sind 200 Euro, was das Gutachten kostet. Ich glaube, die spinnen. Die wissen schon, wie sie an ihre Steuern kommen. Naja, gut, anderes Thema. Vielleicht kennt sich da einer aus und kann mir dazu was sagen. Wir haben den, wie gesagt, deswegen noch nicht zugelassen. Naja, so, also. Hier in der Hinterachse haben wir ein bisschen genadelt. Da ist ein bisschen was zum Vorschein gekommen, klar. Das hat man auch schon so gesehen, aber ansonsten ist er soweit okay, außer schmutzig, klar, hier. Das ist halt so bei einem Fahrzeug, was in Benutzung ist. Vorne ist auch alles soweit okay. Also da haben wir hier ein kleines bisschen Rost gefunden, aber ansonsten hier auch nicht. Wenn er dann eisgestrahlt ist, dann kommen noch hier die Bremsen ab. Ja, schmutzig ist er halt, wie gesagt, das ist klar. Aber wenn er nachher eisgestrahlt ist, dann sieht er wieder wie neu aus. Und vor dem Hintergrund haben wir uns auch dazu entschlossen, das Auto mit dem durchsichtigen Premium-Wachs zu machen, weil der sieht ja richtig gut aus und da muss man nicht das braune Wachs nehmen, das die Nitrol Metallic 4942, sondern hier nehmen wir das durchsichtige und dann sieht er richtig klasse aus, ne? Schönes Auto soweit. Ja, dann gucken wir mal, wenn es Eis kommt, geht's los. Wie gesagt, alles vorbereitet. Und dann strahle ich den schön sauber. Hat er auch echt nötig, ne, wie man sieht. Dann wird abgeklebt und dann gibt es den Rostschutzprimer drauf. Das ist dann Ziel heute. Hier auch die Anbauteile. Dann auch schön sauber gemacht. Ja. Gut, okay. Ja, wie gesagt, mit dem Kompressor, wenn ihr da eine Idee habt und da sich jemand auskennt, zulassungstechnisch, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben oder auch per E-Mail mal einen Hinweis geben. Okay, bis dann. Ja, jetzt haben wir Eis gestrahlt, aber jetzt guckt mal, was da steht. Ein Mietgerät von der Firma Schäfer, weil unser neuer hat keinen Druck gebracht, also nicht genug. Der hat zu Anfang mal Druck gebracht und dann ist er komplett zusammengefallen. Dann haben sie jetzt natürlich, aber das war wirklich vielen Dank an die Firma Schäfer an dieser Stelle,
direkt jemanden hergebracht, direkt das Ding hingestellt, hier diese Anlage und die Neuanlage mitgenommen. Ja, gucken wir mal, so sieht er jetzt aus. Strahlt, ne? Picobello sauber alles. Sieht ganz gut aus, auch der Rost ist sozusagen weg. Also das ist echt eine phänomenale Sache. Ne? Ja. Und dann sind natürlich hier, sind auch Stellen aufgegangen, also mit dem Eisstrahlen, da kommst du, guck, hier, alles, was noch mit dem Eisstrahlen aufgegangen ist, was man vorher nicht gesehen hat. Ne? Ansonsten so, ist er jetzt schön sauber. Vorne auch das Aluminium. Natürlich kriegt man das Aluminium nicht komplett hundertprozentig sauber, aber auf jeden Fall besser wie vorher. So, ja, und dann werden wir den jetzt abkleben. Und ich möchte den heute noch mit dem Primer bearbeiten. Hier den grauen Primer an der Karosserie und an den Achsen natürlich den schwarzen Primer. Muss man ein bisschen vorsichtig machen, dass man da nicht alles so übertünchen und dann passt das schon. Ja, wunderbar. Ärgert mich ein bisschen mit unserem Kompressor, aber wie gesagt, Firma Schäfer ist da dran. Wir haben den mitgenommen und messen, wie es jetzt ist. Gut, das erstmal dazu. Hier, guck mal, wie schön sauber, ne? Wie neu. So, da ist der BMW fertig geprimert. Na, meine, hier ist jetzt nicht viel außer hier vorne. Dann die Hinterachse. Alles gemacht. Ja. Auch hier, wo an der Karosserie war, da haben wir den grauen Roststoffprimer drauf gemacht. Wo da praktisch jetzt durchs Eisstrahlen noch ein bisschen was abgeplatzt ist und auch noch so die ein oder andere Roststelle hervorgekommen ist. Ja, wie gesagt, ich bin ja ein Fan, nach wie vor erst nadeln und dann strahlen. Ja, hier, guck, hier muss ich ein bisschen was drauf machen. Weil danach ist das, was an rostigen Oberflächen ist, echt sauber, nahezu blank. Ja. Hier haben wir auch
Das ist der graue Primer, den ich da genommen habe. Habt ihr vorhin, glaube ich, gesehen. Gut, jetzt überall funktioniert es nicht so hundertprozentig. Da spritzt es halt mal drüber. Na, auch hier, da tropft es mal drauf. Aber ist halt, wie es ist. Es ist nicht so schlimm. Ja, sieht trotzdem besser aus, als wenn es hier schwarze Punkte wären. Deswegen haben wir den grauen da. Und hier sowieso Aluminium. Das ist, da bin ich ein Fan von. Deswegen, mein Auto hat das ja auch. Deswegen gebe ich den auch so schnell nicht ab. Gut, so, da sieht es jetzt erstmal heute so aus. Ich habe zwar länger machen müssen, weil halt der Kompressor nicht so wollte, wie ich wollte, der neue. Naja, mal gucken, was da rauskommt. Er ist auf jeden Fall in der Werkstatt und ich habe einen Mietkompressor bekommen. Das funktioniert super. Das ist ja schon mal das Erste, was geht. Gut, okay, dann lassen wir den jetzt über Nacht schön ablüften, abtrocknen. Und morgen dann als erstes ML in die Nähte, da brauchen wir hier nicht viel. Die Hohlräume hier in den Hohlräumen, hier ist ja schon was drin, bloß halt in den Achsen selber, da ist nichts. Da war Dreck drin, das habe ich ausgeblasen. Ja, dann wird morgen penetrant gemacht und dann wird er versiegelt. Also dann, tschö, bis morgen oder bis gleich. So, jetzt haben wir ein bisschen ML vorgestäubt. Es war soweit alles okay. Also gab keine Durchrostung oder beziehungsweise Anzeichen, dass es wieder durchgekommen ist, wenn da wo die paar Stellchen waren, aber da war ja so gut wie nichts mehr zu sehen. Auch hier ist alles okay. Ja, leicht ML habe ich vorgesprüht. Auch wenn ich das durchsichtige Hartwachs nehme, dann sprühe ich das trotzdem noch ein bisschen vor. Was ihr hier in den Blubbern hört, das ist das Penetrant. Ja, das lasse ich jetzt schon mal aufrühren. Das kommt in die Hohlräume. Da habe ich jetzt auch ein bisschen reingesprüht hier, vor allem hier hinten in die Hinterachse. Da sieht man es tropfen, ne? Da läuft es. Und das muss ich gleich noch abwischen. In den anderen Hohlräumen selber, da ist ja Hohlraumschutz drinne. Das klebt auch ein bisschen. Ja, da habe ich jetzt, die habe ich ausgeblasen, da habe ich jetzt nichts weiter reingemacht. Das muss auch nicht sein. Deswegen kommt da jetzt gleich das Penetrant rein. Ja. So, und dann, wenn das drin ist, wird das auch noch mal ein bisschen abtropfen und trocknen gelassen. Und dann geht es schon an die Versiegelung. Und dann sollten wir heute auf jeden Fall mit dem Auto fertig werden. Trotz der Verzögerung gestern mit dem Kompressor. Aber gut, kriegen wir alles hin. Passt. Und das Auto steht eh bis Freitag hier. Danach haben wir eine Nachkontrolle. Mal gucken, ob ich da was filmen kann. Sehen wir dann. Okay. Dann bis später.
Ja, und schon ist er versiegelt, ne? Mit dem transparenten Premium-Wachs, was jetzt noch weiß ist. Aber da sieht man es wenigstens. Weil nachher sieht man es nicht mehr. Es wird ja, wenn es getrocknet ist, wird das schön transparent. Ja, und dann sieht er richtig gut aus, der Kamerad. Ist ganz frisch gemacht alles. Deswegen sieht man das alles noch so gut. Ja. Nee, ich denke mal, dass wir alles erwischt haben. Bei manchen ist ein bisschen mehr drauf, bei manchen ein bisschen weniger. Aber das ist nicht schlimm. Diese unterschiedliche Schichtstärke ist hier bei dem Material echt nicht weiter dramatisch. Jo, so sieht er jetzt erstmal aus. Dann lassen wir den trocknen, dann wird er zusammengebaut. Ja, und dann ist er fertig. Der 3er BMW, der 320i. Oder D. Naja. Ja, nochmal von der anderen Perspektive. Mit Licht. Ja. Also sieht ganz gut aus. Wir sind jetzt gerade den am Auspacken. Das passt alles wunderbar. Hier sieht man praktisch dann auch den Kante von dem, was wir gesprüht haben. Ja, bei uns ist auch noch ein bisschen Action hier. Die Container gehen weg. Da ist ein Kran, ein 60-Tonnen-Kran. An dieser Stelle viele Grüße an den Fahrer, ist ein ganz netter Kerl. Der hat sich hier auch erkundigt, mal so, was hier so läuft. Ja, und da draußen stehen dann die Container. Mal gucken, was dann hier als Nachbar demnächst herkommt. Ja, gut. Guck mal weiter hier. Den kommt's gelaufen. Da vorne. So, da ist der BMW fertig. Hier sieht er noch ein bisschen gelblich aus. Da war was in der Düse drin. Aber das, wenn das durchgetrocknet ist, ist das auch alles durchsichtig. Ja, ist er zusammengeschraubt komplett. Viel sieht man da nicht mehr. Aber das Gröbste denke ich mal schon. Ja, hier sieht man immer viel. Ja, das ist jetzt das Premium-Wachs in farblos, was er drauf bekommen hat. Oh, viel gibt es nicht mehr zu sagen, ne? Hinten das Teil hat jetzt, ist jetzt nicht ganz so hübsch. Aber meine Frau hat gesagt, da war kein Krümelrost dran. Das hat sie halt mit der Flex bearbeitet und dann mit dem Hartwachs gemacht. Das ist Hartwachs, das da drauf ist. Ja, also da sollte auch nichts mehr passieren. Ich hätte es ja schwarz gemacht. Naja, aber gut, es ist unten drunter. Und es wird nicht rosten, das ist ja das A und O, das ist ja das Wichtige. Gut, alles klar, dann vielen Dank fürs Reinklicken. Danke fürs Zuschauen und für Abos und Likes. Abos sind kostenfrei. Aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt. Ich meine, es ist wieder ein Dacia. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau.
Meinst du wieder ein Dacia Duster? Na, werden wir mal sehen. Okay, alles klar. Also dann, vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.